zu sehen. So, liebe Freunde, willkommen zurück. Wir fahren heute U-Boot. Wir sind unterwegs mit dem Theo und dem Rakan. Hi. Ja, moin. Moin, moin. Wir sind unterwegs mit U-300. Oh Gott, was war das nochmal für eine Nummer? Halt vergessen. 307. Wir sind auf der Nordsee. Und wir sind froh, dass wir Tageslicht erwischt haben, weil wir haben gerade schon etwa 2,5-3 Stunden Tauchtests gemacht, um die Benutzung des Bootes zu üben und waren immer in der Nacht unterwegs und haben jetzt mal das Boot gewechselt und haben Glück und sind am Tage. Natürlich sind wir uns alle bewusst, dass man nachts eher angreifen sollte aufgrund der Sichtbarkeit. Allerdings ist es auch für den Spielspaßfaktor im Dunkeln immer ein bisschen schwierig, weil man wirklich so gar nichts sieht, so richtig. So, wir haben hier den Rakan, das ist unser Sonarmann, unser Mann am Horchposten und gleichzeitig die Besatzung für unser 8,8 Geschütz hier vorne. Da rennt gerade der Theo, das ist unser Tauchoffizier und wenn er auf der Brücke ist, gleichzeitig die Besatzung für das Flakgeschütz und meine Wenigkeit, der Kuga, ist Kapitän und Steuermann in einer Person. Dieses Spiel ist so ausgelegt, dass man eigentlich 5 Personen braucht oder maximal einsetzen kann, um ein solches Boot zu bewegen. In einem davor angefertigten Video von mir hatte ich ja schon erwähnt, das ist ein U-Boot Typ 7, entweder A, B oder C, erkennt man an dem Deckgeschütz vorne. Die späteren Varianten hatten dieses Deckgeschütz nicht mehr. Und ja, wir sind jetzt auf Feinfahrt in der Nordsee und wir sollen 15.000 Bruttoregistertonnen versenken. So, und ich schaue jetzt mal, mit welcher Geschwindigkeit wir uns bewegen. Also einer von euch sollte auf der Brücke mit dem Fernglas immer ein bisschen scannen, ne? Mit dabei. Sehr schön. Ich komm helfen. Prost. So, wir laufen halbe Kraft, 12 Knoten, 12, 13, 12,5. So, hier Hauptballasttanksanzeige, in der Mitte die Anzeige für die Druckluft, das hatte ich ja schon mal gezeigt. Hier der Negativtank, der ist dafür zuständig, um wirklich dann zu fallen oder auch das Boot auszupendeln. Hier vorderer Ballasttank, dort hinterer Ballasttank, ne, hat man alles schon mal uns angeguckt. So, wir laufen Richtung Süden gerade. In welche Richtung sollen wir eigentlich? Wir sollen nach AN49. Wir sind in AN49. Okay, also hier sollte eigentlich was sein. Wir sind in A. Ja? Bei mir ist AN 45.1. Echt? Okay. Ja, hast du recht. AN 45.1. Okay, die 49 ist markiert. Genau. Wo ist die? Da unter. Rechts. So, für die AN49 müssen wir nach Osten, sehe ich das richtig? Ja, so Südosten. Also wenn wir nach Westen laufen, laufen wir Richtung England, nach Osten laufen wir Richtung Dänemark, grob sag ich mal, ne? Wenn wir AN45 sind, sind wir also nordwestlich der geforderten Position. Genau, also müssen wir in Südosten fahren. Jo, alles klar.
So, Boot dreht. Genau verkehrt rum. Ja, seitenverkehrt. Ne? Ich habe mich davon ein bisschen in die Irre verkehrt, weil wir ja nach Süden fahren. Ich muss mir das angewöhnen, mit den Gradzahlen zu arbeiten. Das ist am einfachsten. Das ist nicht so einfach. Macht Spaß. 090 ist Osten. 270 ist Westen. 180 ist Süden. 000 ist Norden. Da kannst du einfach nur 0 sagen, denke ich mal, wa? Ja, kann sein. Bin ja auch kein Seemann unbedingt. Das hat mich aber auch gar nicht interessiert. Ja, übrigens, Theo ist der einzige echte Seemann unter uns, ne? Heizer auf einem Zerstörer bei der Bundesmarine. Nein, Fregatte. Fregatte, okay, Entschuldigung. Welche war es denn? Fregatte Karlsruhe. Oh, habe ich sogar schon mal gehört. Ist hier jetzt letztes Jahr außer Dienst gestellt. War auch in den Medien, sollte angesprengt werden, ist wieder abgeblasen worden, weil die Grünen da wieder, naja und so weiter. Die sollte als Riff versenkt werden oder wie muss ich das verstehen? Ansprengversuche. Achso, als Testschiff. Wie man, genau. Ganz viele Sensoren. So. Ich geh mal runter. So, liebe Freunde, da sich sowas jetzt hier stundenlang hinziehen kann, bis man Fühlung mit dem Feind hergestellt hat, ich hab so das Gefühl, dass das Boot gerade wieder dreht. Machst du hier irgendwas? Nein. Nein, mach das von alleine. Du musst da drauf achten ein bisschen, Kollege. Ja, na, dann gebe ich dir den Befehl, mal darauf zu achten. Da sich das einige Stunden hinziehen kann, bis wir hier Fühlung hergestellt haben, machen wir an dieser Stelle einen Break und blenden wieder ein, wenn wir Feindkontakt hergestellt haben. Bis gleich. Ja. Alarm tauchen, tauchen, tauchen. Luke dicht. Feuchtposten besetzen. Feuchtposten besetzt. Diesel aus, tauchen, Ballasttanks fluten. Ballasttanks vorne. Ballasttanks hinten mit geflutet. Elektromaschine läuft. Okay, Boot bis 50 Meter bringen und dann auspendeln. Ballasttanks hinten. Und auf 50 Meter war das? 50 Meter, genau. Bei 40 Meter den Negativtank ausblasen. Nee, jetzt mit den jetzt brauchst du glaube ich noch nicht arbeiten mit den tiefen Rudern, weil wir den Negativtank noch voll haben. Ja. Na mach wieder denkst, alles gut, wir üben. So, jetzt tiefen Tank. Der soll jetzt was? Den bei 40 Meter sage ich dir an, dann bläst du den aus, damit wir auspendeln. Oh, geil. Passieren 25 Meter. Horchposten Kontakte melden. Kann ich nicht, wenn ein bisschen leiser bitte im Boot. Kontakt auf Real 300, Unreal 17. Okay, Negativtanks anblasen.
Kontakt sehr nah. Negativ, Tank leer und geschlossen. Sehr schön. Tiefenruder 0, vorne, hinten. Tiefenruder 0, vorne, hinten. Okay, Horchposten, Richtung. Unreal 300, real 300, unreal 70. Relativ 300, 070, okay. Okay, Tauchoffizier, bring uns auf 20 Meter. Auf Tauchtiefe. Ich bringe das Boot auf 070, wartet, ne? Korrekt. 45 Meter. Vermutlich Zerstörer. Okay. Kurs 070 liegt an. Wir fahren drauf zu. Horch dir mal kurz das Geräusch bitte an. Mhm. Ist eine sehr hohe Frequenz. Könnte tatsächlich ein Kriegsschiff sein. Sogar kratzend. Ja, eindeutig 070. Und ich habe den Gain auf 2 gestellt, da hört man richtig. Eine relativ hohe Frequenz. Okay. Ja. Dran vorbeigeschossen, 18,5. Alles gut. Okay, Tiefe bei 20 etwa halten. Ich fahre das Periskop aus. Irgendwie stoppt er nicht. Oh, jetzt geht's. 5. Und dann steigt. Geh mal, wir sind noch zu tief für das Hauptperiskop. Geh mal auf 15, bitte. 15 Meter. Okay. 15 Meter. So, also ihr seht, dass wir jetzt natürlich auch noch ein klein wenig üben. Ne? Wir haben jetzt 3 Stunden lang Tauchtests gemacht, bis 150 Meter und so weiter und so fort und machen immer noch Fehler. Wir haben eben zum Beispiel 2 Alarmtauchen gemacht und haben dabei den Diesel abgewürgt, ne? Und so eine Sachen alle. Aber man muss schon auf viele achten hier. Das macht echt Spaß. Vorbeigeschossen. Alles gut, wir sind immer noch zu tief. Geh mal auf 10 Meter. Entschuldigung, ich hab das mit der Zero-Tiefe noch nicht so richtig drauf, offensichtlich. Ich glaube, auf 12 ist die. Hm. Die sind auch unterschiedlich groß, die Periskope. Ne? Das Hauptperiskop ist, glaube ich, kürzer als das Angriffsperiskop. Bald 13. Ich weiß gar nicht, warum wir aufsteigen. Ich habe beides auf. Ja, jetzt sind wir fast an der Oberfläche. Ja, Kontakt. Okay, Boot noch. Wie Tiefe? Gleich 11.
Auspendeln, Tiefe halten. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, dann versuch mal. Ist gut. Okay, Horchposten, ich habe zwei Kontakte bei 020. Zwei Frachter. 6 Meter. Ja, möglichst nicht auftauchen, bitte. Ja, ich hab keine Ich kann nichts hören. Ich hab nur ein Meeresgeräusch. Ja, ja, wir sind zu hoch dafür. Ist aber nicht weiter schlimm, weil wir üben noch, ne? Und es sind nur zwei zivile Frachter. Auftauchen. Wir machen das mit dem Deckgeschütz. Ich bin. Ja, nur mal als Info. Ich bin bei. Also fürs Tauchen bei minus 25. Also das ist ein Wunder, dass er so hoch gegangen ist. Das, ja, mein Gott. Ne? Du hast aber auch die Tiefenruder relativ hart eingestellt. Ne, wo du hast jetzt auf Tauchen gestellt. Okay, Tiefenruder 0, Tanks ausblasen und eben richtig endgültig auftauchen, bitte. Darf ich Leiter besteigen? Jo, geht gleich los. Kannst du dann gleich Deckgeschütz bemannen, ne? Dann. Ja, ich gehe nur bis an die Luke hoch. Okay, so. Haupttanks ausblasen. Auf Null hier. Haupt. Rettung weg. Das ist der hier, ne? Ja. Ballasttanks werden geflutet. Ausblasen. So. Wasser haben wir über uns. Ja, moin, moin. Noch sieht das ein bisschen komisch aus hier. Sag mir mal, wenn die Tanks leer sind, Theo. Alles klar, Luke auf, Deckgeschütz bemannen. Schalte um auf Diesel. Sehe zwei Frachter. Fahren an uns vorbei langsam. Negativtank voll zu. Wenn die Druckluft aufgefüllt ist, Taucheroffizier, und der Negativtank geflutet ist, dann bitte mal an die Steuerung gehen und auf äußerste Fahrt. Alles voll und zu. Äußerste Fahrt bitte rein. Eben hatten wir Breitseite. Der erste Frachter dreht von uns weg. Okay. Ja, jetzt ein. Volle Kraft voraus. Kraft voraus, Ballmaschinen. Was sind das für Flaggen? Alter, rote. Keine Ahnung. Briten. Rot. Ich habe leider keine wirkliche Idee, wie weit das weg ist. Ich versuche mal mit dem Angriffsperiskop zu schauen. Warte mal. Okay, ich komme mal hoch. Ich mal gucken, ist aus wie ein Treffer. Jawohl, dann Entfernung halten und weiterfeuern. Geil. Bisschen weiter. Oh, da ging drüber. Hat da einer ein Steuer noch da oben? Ja, Treffer. Ah, zu kurz. Oh, das ist das Wackel. Ja, ja, schon klar. Vorabfahrt.
So, jetzt muss man dazu sagen, dass man normalerweise das Schiff noch identifizieren sollte. Ne? Ist das ein Ziviler? Ist das ein Passagierschiff oder sowas? Aber für mich ist das schon relativ eindeutig, dass das Frachter sind. Ne? Und mit dem Identifizieren habe ich es noch nicht so wirklich. Wie viel Schornsteine, wie viel von diesen Lademasten, ne? Getrennte Aufbauten, hinten, Mitte und so weiter. Und danach kann man die dann klassifizieren. Ab bitte oben. Bitte? Ganz nach oben, natürlich, klar. Alles gut, komm hoch. Treffer. Kannst du auch nicht auch von oben steuern? Ja, mach ich ja. Kann ich. Das ist ja gut. Das ist so schick. Mal gucken, wie der abballert. Mit der andere haut ab. Ja. Treffbar. Immer ein bisschen 360 Grad scannen. Theo, wir beten nicht, dass wir überrascht werden von einem Kriegsschiff. Weil wir müssen davon ausgehen, dass die jetzt einen Funkspruch absetzen, ne? Ja, ich geh mal nach zum anderen Geschütz und guck unter oder aus. Oh, schön in die Aufbauten. Das war Wasserlinie. Wasserlinie ist gut. Da liegt zu sehen. Ja. Ja, er qualmt schon. Bitte ansagen! Entschuldigung, ja, ist nur. Die anderen sind noch kriegen. Ja, aber nicht, wenn ich gerade abschießen will und ziele. Was ist das gut? Trotz allem. Opa. Ich glaube, er brennt. Ja, brennt. Auf jeden Fall ist hell. Okay, erste Feuer einstellen. Erstes Schiff zerstört, 8700 Bruttoregistertonnen. Wir verfolgen erst den zweiten. Genau. Ich guck mal hier hin. Wenn der weg ist, kann den Flug nicht mehr abgeben. Treffer! Und wenn du das nächste Mal auf den Feuerbefehl wartest, Obermann Smart, kriegst du von mir das eiserne Kreuz. Der andere ist schon fast weg. Gleich, dass er abhaut. Der andere sinkt gerade, langsam. Oh, der andere, der qualmt doch gar nicht mehr. Nee, der hat's hinter sich. Ja, der René gut gemacht. Scheint ja nicht so tief zu sein, da kommt nichts raus. Ich drehe nach Backbord etwas. Ja,
Alter, das war hart. Aber auch gut. Ja. Der war richtig gut, der war ja, genau Wasserlinie, schön. Dass man nicht sehen kann vom Modi Hirse. Naja, so dicht an der englischen Küste würde ich schon mal davon ausgehen, dass es Briten sind oder Alliierte halt im Allgemeinen. Ja. Alle weg. Erwischt. Das war's schon. So schnell kann es gehen, weil wir auf leicht gestellt hatten und 15.000 Bruttoregistertonnen versenken sollten, haben wir jetzt mit der Versenkung des letzten Kreuzers 22.683 Bruttoregistertonnen versenkt und haben die Mission successful. Ne? Ist halt noch ein Early Access Titel, da gibt es noch nicht viel Geschichte dahinter und in dem Moment ist jetzt die Mission gleich beendet. Vielen Dank, meine Herren, das war super. Jo, das sollten wir mal ein bisschen schwerer machen. Ja, wir üben ja noch ein bisschen weiter. Okay, ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo. Tschüss.